1945 war der Krieg endlich vorbei. Die meisten polnischen Juden hatten ihn nicht überlebt. Die wenigen, die ihn überlebt hatten, kehrten nun zurück. Aber es lohnte sich nicht. Denn Polen war zerstört. Zuerst durch den Krieg und jetzt durch die Bürgerunruhen. Ich hatte das Glück, noch am Leben zu sein, verbrachte aber die meiste Zeit vor dem jüdischen Flüchtlingslager, in der Hoffnung, etwas über meine Schwester Fehler zu erfahren. Stand vielleicht heute ihr Name auf der Liste der Überlebenden? Die Liste war kurz. Zu kurz. Er lebt! Oh, er lebt! David. Oh nein, tut mir leid. Moment, meine Schwester. Fehler, haben Sie sie irgendwo gesehen? Sie hat mit den Partisanen in Sokolov gekämpft. Nein, uns hat man nach Auschwitz geschleppt. Ich konnte fliehen. Entschuldigung, wissen Sie, warum diese Kinder hier herumhocken? Wartet ihr auf jemand? Wollt ihr nicht mit mir reden? Wollt ihr ein Bonbon? Ein Bonbon, hört ihr? Kommt, nehmt doch. Das sind gute Bonbons. Seht mal. Die sind in Ordnung, die schmecken gut. Also. Kommt mit mir mit. Komm mit, kommt da rein. Herr Direktor, bitte, diese Kinder hier. Wir haben keinen Platz, kein Geld. Wir können Ihre Kinder nicht aufnehmen, gute Frau. Aber das sind nicht meine Kinder. Ich habe sie eben draußen vor der Tür gefunden. Was soll ich denn mit ihnen tun? Nach oben, dritter Stock. Entschuldigung. Zigaretten? Nein. Wollen Sie welche kaufen? 15 Slutis. Nein. Schokolade? Thank you.
Ah, Lena. Wir waren schon in Sorge. Ist alles in Ordnung? Du siehst blass aus. Hast du was über Fehler erfahren? Irgendeine Spur? Nein, noch nicht. Aber vielleicht steht Ihr Name morgen auf der Liste. Oh. Wo habt ihr denn das alles her? Vladek hat das Brot gebracht. Irena und Jamisch haben den Käse entdeckt. Billiger als auf dem Schwarzmarkt. Und der Wodka? Du wärst erstaunt, liebe Schwester, was die Uniform eines Obersten alles bewirken kann. Ich bin über nichts mehr erstaunt, seitdem ich hier bei euch bin. Und jetzt werden wir mal anstoßen. Stefan, du bist der beste Redner von uns. Große Worte sind überflüssig. Auf das Ende des Krieges. Hoffentlich war es der letzte. Hoffentlich. Und auf die Wiedereröffnung unseres Psychologieinstitutes an unserer geliebten Universität. Und auf Lena, dass sie bald ihren Doktor schafft. Und auf Vladek, dass er sein Manuskript veröffentlichen kann, falls er noch weiß, wo er es vor den Nazis versteckt hat. Auf uns alle, die wir leben. Wiederleben. Lachheim. 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 Was ist, Stefan? Was ist mit dir? Es ist der Wodka. Den bin ich nicht mehr gewohnt. Er brennt im Hals. Oh ja, trink nicht, iss lieber was. Komm, hier das. Weißt du, was ich mir von Herzen wünsche? Dass du für uns spielst, Lena. Nein, es ist zu lange her, Stefan. Lena, spiel für uns. Heute Nachmittag so viele Kinder im Flüchtlingslager gesehen, die verhungern. Lena, dafür können wir doch nichts. Im Augenblick hungern überall Kinder. Die Regierung muss sich darum kümmern. Pesti, was unternimmt, sind die Kinder längst gestorben. Ich kann das nicht untätig abwarten. Sie bringt Schokolade. Ich habe für alle zu essen mitgebracht. Nun, wartet! Wenn ihr euch wieder setzt und nicht mehr brüllt, bekommt ihr zu essen. Also, wer von euch hilft mir? Ich helfe. Ich helfe. Läuft rein. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Und nur eins für jeden. Nicht hingehen. Das ist Salos. Legen Sie es hin. Er nimmt es sich. Aber Salos, ich will dir doch nichts Böses tun. Er war lang in einem Keller. Versteckt vor der Gestapo. Wenn er angefasst wird, bekommt er Krämpfe.
arbeitest schon stundenlang. Mach mal Pause. Ich habe überhaupt nicht gearbeitet. Ich bin gar nicht fähig, mich zu konzentrieren. Die Kinder. Ich frage mich, wie sie überleben sollen, dass sie überhaupt überlebt haben. Es gibt Leute, die ihnen helfen müssen. Ich habe niemand gesehen. Lena, sobald du mit deiner Doktorarbeit fertig bist, widme dich jungen Menschen, die nach Wissen hungern. Darum musst du jetzt zuerst mal promovieren. Ich werde bestimmt nicht versagen, weil ich mich um ein paar Kinder kümmere, die niemand anderen haben als mich. Lena, diese Kinder bringen dir dein eigenes Kind nicht wieder. Das weiß ich. Pan Polonski, ich muss mit Ihnen über die Kinder im dritten Stock sprechen. Sie sind krank und verhungern. Sie schlafen in ihrem eigenen Schmutz auf dem Boden. Wir haben kein Recht, so etwas zuzulassen. Wir haben die Pflicht, etwas zu tun. Kein Recht. Wir haben keine Rechte. Niemand will diese Kinder haben. Wir sind Juden. Die Waisenhäuser nehmen keine jüdischen Kinder auf. Sie bringen sie zu uns. Familien, die sie jahrelang versteckt haben, wollen sie jetzt loswerden. Bauern, sogar Priester und Nonnen schicken sie weg. Zu uns. Wir sind ab jetzt verantwortlich für sie und haben für sie zu sorgen. Doch womit? Mit gutem Willen? Guten Vorsätzen? Oder vielleicht Selbstmitleid? Wo ist ihre Tätowierung, ihre Nummer? Sie sind ja noch nicht einmal Jüdin. Ich bin Jüdin und sie tun mir weh. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben sicher von den Kindern da oben gehört. Ich brauche Ihre Hilfe. Entschuldigen Sie. Wir haben nichts. Es ist nichts übrig geblieben. Es gibt keine Lebensmittel. Ich kenne einen Oberstkuchler. Er ist mein Bruder. Sie waren meine letzte Hoffnung. Ich verstehe. Ich scheine überhaupt die letzte Hoffnung auf dieser Welt zu sein. Wer steht denn alles auf dieser Liste hier? Kinder, Major. Jüdische Kinder. Lebende? Hier in Krakau? Etwa 100, Major, die in einem Zimmer im Flüchtlingslager verhungern. Ist das denn möglich? Haben Sie vielleicht doch etwas? Irgendwas?
Zucker. 2000 Kilo Zucker. Liebe Frau, wissen Sie nicht, dass auf dem schwarzen Markt Zucker so wertvoll wie Gold ist? Ich werde Ihre Güte nie vergessen. Sie werden sie sofort vergessen und nicht darüber sprechen. Es bleibt unter uns. Und Sie transportieren den Zucker selbst. Ich kann Ihnen weder Lastwagen noch Handkarren geben. Verstanden? Verstanden. Ich wünschte, ich könnte mehr für Sie tun. Haben Sie vielleicht Seife? Sie sind eine ungewöhnliche Frau. Ja, ich glaube, wir haben welche. Noch eins. So, fertig. Der nächste. Anna? Du kommst dran. Nein! So, zieh das aus. Komm. Nein, ausziehen. Nicht! Komm. Was ist denn mit dir? Komm, heb sie in die Wanne. So, das Hemd weg. Anna! Du bist ein Junge. Wie ist das möglich? Es kommt oft vor, wenn man wie ein Junge aussieht und einem die Hosen runtergezogen werden, erkennt man den Juden. Wollen Sie es mal sehen? Hier haben Sie schwarz auf weiß Ihren Namen und wo sie geboren wurde. Sie ist eine Jüdin. Die Eltern von ihr haben versprochen, mich zu bezahlen, wenn der Krieg vorüber ist. Aber bis jetzt, die sind nicht wiedergekommen. Geben Sie mir mein Geld. Gute Frau, wir hier kaufen keine Kinder. Aber wir haben nichts zu essen und keinen Zloty. Ich habe das Kind gekleidet und sie ernährt, seit sie ein Baby war. Für umsonst. Ich habe sie gern, ich hänge an ihr. Und wenn sie mir kein Geld für sie geben wollen, dann muss ich sie wieder mitnehmen. Das Kind braucht was zu essen. Wir haben Zucker. Zwei Säcke voll. Zucker? Auf Wiedersehen, Mira. Wiedersehen, Mama. Die Tür bitte. Du hast Mira. Ich hatte auch mal ein Mädchen. Eine kleine Mira. Sie wäre jetzt ungefähr so alt wie du. Kommst du mit mir mit? Ah, gut, dass ihr beide hier seid. Mir ist heute was Seltsames passiert. Uns ist ein kleines Waisenmädchen gebracht worden mit dem Namen Mira. Und sie sieht aus, als ob sie meine Mira wäre. Mir war, als ob mein eigenes Kind vor mir stünde. Fela ist tot. Sie hatte sich bei einem Gastwirt versteckt. Und drei Tage vor der Befreiung hat er sie verraten an die Gestapo. Sie ist erschossen worden. Shh.
was der Krieg jedem von uns genommen hat, ist nicht mehr zu ersetzen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, den Tod und das furchtbare Leid zu vergessen und neu anzufangen. Hör auf, bitte hör auf damit, Stefan. Ich war mit Fela in Warschau. Beide als Katholikinnen. Wir hatten uns beide die Haare blond gefärbt. Aber Fela meinte, sie würde immer noch zu jüdisch aussehen und mich gefährden. Sie verschwand heimlich. Sieht sie wirklich so jüdisch aus, ihr Gesicht? Etwa jüdischer als meins? Lena. Es ist keine Sünde und keine Schande, dass du sie überlebt hast. Sie hat ihre eigene Wahl getroffen, Lena. Und du die deine. Welche Wahl? Wahl? Mein Leben ist eine Lüge und ich lebe unter Mörder. Stasek, was murmelst du denn da immer zu vor dich hin? Zahlen. Warum? Um mein Hirn zu beschäftigen. Du bist wohl sehr gut im Rechnen. Frag mich was. Na gut, was ist 7 mal 8? Was ist 23 mal 34? Hast du's? 782. Gut, du Schlaumeier. Und was ist 195 geteilt durch 13? 15. Mein Name ist Lena Bella. Gewaschen haben, ist der erste schon wieder schmutzig. Es hört niemals auf. Come on!
Weg, lass mich los! Verschwindet oder ich verätze euch die Visagen! Von den Flaschen habe ich ein paar hundert! Kommt zu mir, Kinder, kommt! Wir sprengen euch in Stücke! Wir haben keine Angst vor euch! Wo ist Salos? Wo ist Salos? Komm, wir suchen ihn. Salos. Es ist alles vorbei. Komm, mein Junge. Bitte. Ich verspreche dir, es passiert dir nichts. Gib mir deine Hand. Ich bin Kriegsheimkehrer. Ich habe an der Front in Leningrad gekämpft. Meine Frau, meine Söhne, alles sind tot. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Wir behalten sie für eine Weile hier. Dass ihr Vater Jude ist, muss das Mädchen erst begreifen. Und sie müssen begreifen, dass ihre Tochter Katholikin ist. Und katholisch aufgewachsen. Darf ich so beten, wie ich will? Ja. Weg waren. Sie haben gesagt, meine Eltern würden mich hier finden, wenn sie noch leben. Geh doch wieder zu deinen Nonnen. Du beleidigst hier jeden ehrlichen Juden. Wir wollen nicht mehr erinnert werden. Wir wollen vergessen. Anke, ist es etwas so Schlimmes, wenn man überleben will? Ich bin auch während des Krieges Katholikin geworden. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Dann waren Sie auch so ein Feigling. Harold, wenn du erwachsen bist, dann wirst du spüren, dass es nicht einfach ist, dieses Leben. Ich habe genug von diesem Leben gespürt, Pani Lena. Ich habe 14 Deutsche umgebracht, als ich bei den Partisanen war. Ihre Sprüche kotzen mich an. Die Kinder müssen weg. Falls wir wieder angegriffen werden, dürfen sie nicht hier sein. Ein Haus in einem anderen Viertel? Nein, ich finde, sie sollten aus Krakau weg. Und am besten wäre es irgendwo aufs Land, wo sie gesunden und auch lernen können. Da gäbe es vielleicht zwei Möglichkeiten. Darnów oder Zakopane. Zakopane wäre am besten. Es liegt in den Bergen und war ein bekannter Erholungsort vor dem Krieg. Die würden ein Haus an Juden vermieten. Kommen Sie. Ja, das wäre gut. Zakopane, da
Das war doch schon immer als antisemitisch bekannt. Ob die Kinder da sicher wären? Ich wüsste in ganz Polen keinen sicheren Ort für uns. Dort hätten sie wenigstens frische Luft und Sonne. Harold! Was ist denn los? Uns werden die Deutschen töten! Wir fahren dahin, wo es keine Deutschen mehr gibt. Und wenn doch welche kommen sollten, dann beschütze ich dich. Was meinst du? Meine Familie ist auch auf einem Laster abtransportiert worden, der so aussah. Kein Wunder also. Auf Wiedersehen, Stefan. Klimek und Bronja werden euch das Haus führen. Sie erwarten euch bereits. Du hast doch gesagt, wir fahren nicht in das stinkige Kaff mit. Halt's Maul und steig auf. Kinder vorgehen. Lastwagen haben für sie bisher den Tod bedeutet. Ich hatte versprochen, dass ich ihnen nun Leben, neues Leben verschaffen würde. Sie haben mir geglaubt und ich hoffte, dass ich recht haben würde. Dank des Zuckers und der Versorgungspakete aus dem Ausland konnten wir nun aus dem Albtraum Krakau flüchten und die Reise in den Erholungsort bei Zakopane antreten. Mein Herz war schwer. Ich hatte meinen Bruder, meine Berufsausbildung, mein ganzes Leben zurückgelassen. Und wir wussten, dass es auch in Zakopane Antisemitismus geben würde. Aber wir hofften, die Kinder dort gesund zu pflegen und erziehen zu können.
ganz ruhig. Oh mein Gott, wir sind angekommen. Die Luft, die herrliche. So viele Blumen, wie das duftet. Clemmick, Ornia, schön, dass Sie uns erwartet. Es ist wunderschön. Handtücher. Asher kirishanu b'mitzvoso v'tzivonu lahadlik ner shel shamos. Amen. Amen. Good Shabbos. Good Shabbos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haoretz. Amen. Amen. Möchte mal Drucker werden. Und Stasi will Medizin studieren, weil sein Vater Arzt war. Das wünscht er sich. Gut, wir werden Sie unterrichten. Dann können Sie später einen Beruf ergreifen. Manche von Ihnen können ja noch nicht mal lesen. Das macht nichts. Sie werden es können, wenn die Schule anfängt. Die meisten von Ihnen sind sehr intelligent. Sie lernen schnell. Wollen Sie die Kinder in eine öffentliche Schule schicken? Aber ja, Bronje, wir können doch alle die Kinder nicht selber unterrichten. Im September? In eine Schule, wo noch nie Juden gewesen sind? Laut Regierung haben alle Kinder ein Recht auf eine Schulausbildung. Vielleicht sollten wir es lieber verschweigen, dass jetzt so viele von uns hier wohnen. Wir können uns doch nicht ewig verstecken. Wir müssen die Kinder auf die Prüfung vorbereiten. Und der Herr sagte zu Abraham, gehe hinweg aus dem Land. Deinem Land. Deinem Land. Und von deines Vaters Haus. Gehe in ein Land, in das ich dich führen werde. Ich bin müde, jetzt soll jemand anderer lesen. Noch eine Zeile und dann klatschen wir alle. Und das Land ist das gelobte Land.
hab euch sehr lieb. Sehr lieb. Gib auf dich Acht, Lena. Oh, wie hübsch. Was für schöne Bilder. Mal fein weiter. Ich muss jetzt weg. Seid schön brav. Wiedersehen. Wiedersehen. Lebt wohl. Mama! Oh. Aber warum gehst du dann von uns weg? Weil ich muss. Ich muss Medizin und Essen besorgen und Verschiedenes in Krakau erledigen. Ich will mit dir mit. Das geht nicht. Du musst bei den anderen Kindern bleiben. Kommst du auch bestimmt, wieder? Bestimmt, ich versprech's. Sehr bald. Ich versprech's. Sei Mach doch keine Sorgen. Ich versprech's. Ich bin bald zurück. Auf Wiedersehen. Pan Polonski hat mich schon gewarnt vor Ihrem Hilferuf. Wenn Sie schon gewarnt worden sind, helfen Sie mir. Es ist Geld vom Ausland unterwegs. Aber wenn es hier eintrifft, soll es für jüdische Auswanderung verwendet werden und nicht für Lebensmittel. Auswanderung? Nach Palästina. Palästina. Wir haben es ja kaum nach Zakopane geschafft. Und über so viele Grenzen ist es einfach unmöglich. Wir haben Leute, die so etwas arrangieren. Für 100 Kinder? Im Augenblick geht mich Palästina überhaupt nichts an. Wir haben ganz andere Sorgen. Es gab einmal Millionen jüdischer Kinder in Polen. Und jetzt nur noch ein paar. Und diese Kinder sind die wichtigsten in unserer Geschichte. Das Überleben unseres Volkes hängt von ihnen ab. Und genau deswegen brauche ich jetzt Lebensmittel und einen Arzt. Diese Namen werden Ihnen Lebensmittel verschaffen. Sie wohnen in der Gegend von Zakopane. Aber wir haben keinen jüdischen Arzt in der Umgebung. Ärzte sind Ärzte, ich finde schon einen. Shalom, Lena. Und danke. Danke, dass Sie sich so um unsere Kinder kümmern. Besuchen Sie uns. Pani Kuchler. So, was kann ich für Sie tun? Es geht um meine Kinder. Dann holen Sie sie bitte rein. Es sind etwa 100. Was? Etwa 100. In Zakopane? Außerhalb in einem Ferienhaus. Ja, ja, davon habe ich gehört. Die kommen aus Krakau. Ja. Die meisten von ihnen sind krank und niemals von einem Arzt behandelt worden. Ich habe nur ein paar Medikamente aus Krakau bekommen. Ich bin sehr beschäftigt. Die meisten Ärzte sind nicht wiedergekommen von der Front. Sie sind wohl der einzige Arzt hier. Ja, eben. Diese Kinder sind in einer verzweifelten Lage. Juden, nicht wahr? Ja, die das KZ überlebt haben. Die viele Jahre in Löchern hausten und sich in Kellern versteckten, ohne jede Menschlichkeit. Pani, wir sind in Zakopane. Es ist besser, wenn nicht viele Leute von Ihnen wissen. Ich habe eine Familie und eine Praxis. Guten Tag. Bitte. Entschuldigung. Sie haben den ärztlichen Eid abgelegt und wie durch ein Wunder den Krieg überlebt, so wie meine Kinder. Kommen Sie nachts, wenn es möglich ist. Sodass Sie von niemand gesehen werden und haben Sie eine Ausrede bereit. Doch bitte kommen Sie, Sie werden gebraucht. Ich sagte guten Tag. Bitte. Der Nächste. Mama! Mama! Du hast nicht Wort gehalten. Du hast gesagt, du kommst ganz schnell wieder. Es ging nicht eher, meine Süße. Wo warst du so lange? Überall, mein Kind. Hast du Trauben mitgebracht? Oh nein. Schokolade? Äpfel. Dein Vater will dich abholen. Ich habe jetzt eine Unterkunft für uns beide gefunden. Und Arbeit, damit ich uns beide ernähren kann, Lina. Er weiß nicht mal meinen Namen. Ach, das tut mir leid. Dein Name ist ja Irma. Ich hab dich lieb. Er ist wirklich dein Vater, Irma. Ich weiß. Ich erinnere mich.
Ein Brief aus Zakopane von der Schule. Ah, vielleicht geht's um die Zulassungsprüfung. Es ist von der Schuldirektion. Geehrte Pani, wie Sie uns mitteilen, sind die einzigen Kandidaten für das Zulassungsexamen aus Ihrem Heim. Daher sieht der Lehrkörper davon ab, Sie einzuschreiben. Ohne jede Begründung abgelehnt. Vielleicht ist es besser, dass Sie nicht zur Schule gehen dürfen? Besser, als dass wir hier Ärger bekommen. Das ist schon Ärger, Klimek. Ich habe die Kinder nicht hergebracht, damit sie wie Gefangene leben. Jetzt haben viele erfahren, dass wir hier sind. Das ist schlecht. So, man ist wohl nur berechtigt zu leben, wenn niemand darüber Bescheid weiß. Die Lehrer werden jeden Moment erscheinen. Und was werden sie ihnen sagen? Ich werde ihnen sagen, dass die Kinder aus ihrem Heim in die Schule von Zakopane aufgenommen werden müssen, wenn sie die Eignungsprüfung bestehen. Das ist gesetzliche Vorschrift und ich als Leiter vom Kultusministerium werde darauf drängen. Da kommen Sie schon. Ich habe diesen Brief. Es ist wohl unnötig, ihn vorzulesen. Er ist eine Schande. Bitte lauter, Genosse Kulturleiter. Er ist eine Schande und auch eine Herabsetzung der Pani Kuchler und ihrer Kinder sowie unseres Landes. Ist das laut genug? Es wird Zeit, mit diesem Hass endlich Schluss zu machen. Mit dieser unmöglichen Rückständigkeit aufzuhören. Die Lehrer, die damit nicht einverstanden sein wollen, werden versetzt. Für Pani Kuchlers Kinder wird morgen früh die Zulassungsprüfung stattfinden. Und die, die sie bestehen, werden in dieser Schule unterrichtet. Noch irgendwelche Fragen? Danke, Genossen. Sie sind gute Pädagogen. Und sie mögen ihre Schüler. Aber ihre Vorurteile können sie nicht abbauen über Nacht. Das war sehr gut, Hanka. Danke, Bella. Und wer ist jetzt der Nächste, der vorliest? Jetzt kommt mal ein junger Mann ran. Harold? Ist es dir peinlich? Nein. Ich will mal was klarstellen. Ich habe keine Lust, diese Schule zu besuchen. Was ich möchte, lerne ich da nicht. Hebräisch, so wie mein Vater. Ihr werdet alle zunächst mal in diese Schule gehen. Ihr alle. Und ich lehre euch Hebräisch. Und wenn ihr wollt, auch die Tora. Was ist? Lernt ihr nicht? Wir gehen weg. Wieso denn, Paul? Wir suchen uns Arbeit in Krakau. Aber wollt ihr denn nicht bleiben und in die Schule gehen? Junge Männer, die nicht schreiben und lesen können, finden keine gute Arbeit. Überlegt ihr es doch nochmal. Sie hat ja recht. Wir wollen es eben alleine schaffen. Stefan, Pinkus, los. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wir lernen immer mehr. Ich kann jetzt schon besser lesen. Ich kann sie nicht immer hier behalten. Ich bin nicht ihre richtige Mutter.
so schön hier. Siehst du wie ein Kätzchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, wenn ein Kind einen so lieb hat. Wenn ich mir all diese kleinen Wesen ansehe, frage ich mich, was in ihren Köpfen vorgeht. Und da muss ich immer an meine Tochter denken und wie grau sie im Tod aussah. Ich wusste gar nicht, dass du ein Kind hattest. Es ist gleich nach der Geburt im Krankenhaus gestorben. Es war so unterernährt, dass es nicht leben konnte. Mein Mann hat es nicht geschmerzt. Er fand es leichter, sich als Arier auszugeben, ohne Kind. Was ist aus ihm geworden? Er lebt mit einer deutschen Frau zusammen, so viel ich weiß. Mein Vater hat sich über meine Geburt so gefreut. Er hat mir den Namen meiner Mutter gegeben. Und als sie dann von den Deutschen erschossen worden ist, direkt vor unserem Haus auf der Straße, da war er vollkommen erstarrt. Er hat sich eine Woche später erhängt. Auschwitz. Da war ich wie versteinert. Ich habe erst durch dich wieder fühlen und leben gelernt. Ich gestehe dir jetzt etwas. Ich schäme mich noch immer. Ich habe gelogen, um zu überleben. Lena, ich würde dasselbe gemacht haben. Du, bitte lies vor. Es war die Kombination dieser beiden Gruppen, welche uns die Heimat Polen wiedergegeben und die Stadt Warschau zur Hauptstadt genannt macht. Warschau ist das Zentrum unseres kulturellen Lebens. Neun mal zwölf? 108. 312 geteilt durch 8. 39.
Kleinen nach innen, auf beiden Seiten die Großen. Ihr kommt, kommt! Schnell, hol Lena! Danke, dass Sie gekommen sind, Doktor. Ich bin Pole. Und ich bin sehr stolz auf mein Land. Aber hier kann ich meine Hilfe nicht versagen. Ich habe getan, was ich konnte, aber wir haben leider nicht genug Medikamente. Nein! Ich bringe ihn weg. Mich töten. Mir Benzin einspritzen. Jetzt sei mal ruhig. Uns passiert nichts. Eine Zigarette? Danke. In Auschwitz sind viele Kinder so ermordet worden. Hilfe kann ich Ihnen nicht geben, aber befolgen Sie meinen Rat. Bleiben Sie auf Ihrem Posten. Hauptmann, ich... Alle meine Männer sind im Einsatz gegen die Reaktionäre. Es ist niemand frei, um Ihr Haus da draußen zu bewachen. Aber hier geht es um Kinder. Können Sie uns nicht wenigstens ein paar Zivilisten stellen? Wir befinden uns im Bürgerkrieg, Pan. Jeder Bürger ist ein Soldat. Aber wenigstens mit einem wäre uns etwas geholfen. Wir stehen ja vollkommen schutz- und hilflos da. Ich kann Ihnen Gewehre geben. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Vielen Dank. Dankeschön. So sind Sie nicht zu gebrauchen. Wir müssen Sie reinigen. Gut. Handgranaten. Donnerwetter, Lena. Ein Maschinengewehr.
Willkommen. Willkommen. Sie wurden schon langsam gesund und lebten wieder auf. Dann wurden sie in der Schule angegriffen und geschlagen. Jetzt haben sie einen Rückfall. Ich konnte keine Soldaten, keine Wachen, überhaupt niemanden bekommen. Was sollte ich also tun? In Rabka ist das jüdische Zentrum überfallen worden, auch in anderen Städten. Wir sind hier, um sie zu warnen. Die haben Handgranaten geworfen, die genauso aussehen wie die. Ich bin froh, dass wir sie haben. Es ist traurig. Ja, verdammt traurig. Aber ich will am Leben bleiben. Kann man mir da verdenken, dass ich mich wehre? Kurze Salven über die Linie. Knien, weiter rauf. Blasse. Das mache ich nicht. Was? Ich kann damit nicht umgehen. Wieso? Ich könnte niemanden töten mit Absicht. Ich verstehe. Hör, Maria. Wichtig ist der Krach, du brauchst nicht zu treffen. Die Situation hier ist zu gefährlich. Wir sind ja belagert. Wir können hier nicht länger bleiben. Schaffen Sie uns nach Palästina. Sie wollen wirklich mit den Kindern nach Palästina? Sie über ein Dutzend Grenzen schmuggeln? Ich kann diese Kinder nicht wie Gefangene leben lassen. In ständiger Furcht, wie Untermenschen, immer bedroht. Ohne ausreichende Nahrung, ohne Medizin. Werden Sie uns helfen? Ich kann es in die Wege leiten, glaube ich. Aber Sie müssen äußerst vorsichtig sein. Die Grenzen sind streng bewacht. Pässe könnte ich für alle besorgen. Sie müssten 12 Kilometer zu Fuß bis zur Grenze gehen. Dann mit dem Zug durch die Tschechoslowakei und von da aus nach Frankreich oder Schweden. Sie können wählen, Frankreich oder Schweden. Frankreich. Es liegt näher bei Palästina. Olena. Und wisst ihr noch seinen Namen? Purim, 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 Purim. Und jetzt erzähle ich euch von Esther und Mardochai und König Achasverus, dem König von Persien. Und von dem bösen Haman. Und jedes Mal, wenn ich sage Haman, dann stampft ihr mit den Füßen. Haman, Haman, Haman. Und brüllt wie die Wilden. Furchtbar aufgebracht. Danke, Pani. Vielen Dank.
Kinder, kommt! Ihr müsst wieder in den Keller. Schnell, beeilt euch, kommt! Beeilt euch! Immer kurz abdrücken. Die ersten 3 Sekunden sind wichtig. Schnelle Salven, sonst wird das Gewehr heiß und klemmt. Das sagst du zum 10. Mal. Ich bin doch nicht blöde, Mann. Stasek, siehst du was? Nein, nichts. Na, Maria? Ich bin so zittrig. Ich glaube, ich kann die Pistole nicht abdrücken. Wenn es soweit ist, machst du's. Ihr braucht keine Angst zu haben. Euch passiert hier unten nichts. Warmer Tee, Vani. Danke, Klimek. Gott möge Sie beschützen, Vani. Die haben keine Ahnung, dass wir Waffen und Leuchtraketen haben. Die werden zu Tode erschrecken. Thank you.
Sie sind weg. Was ist mit dir? Maria! Bist du verletzt? Warum, Lena? Warum hassen sie uns so? Jetzt hört mir mal gut zu, bitte. Wer weiß etwas vom Auszug des Volkes Israel? Wer kann darüber etwas erzählen? Ist doch leicht. Gut, Jakob, dann erzähl uns die Geschichte mal. Gott wollte uns erlösen von der Knechtschaft in Ägypten. Und führte uns wohin? In das Land Kanaan, das gelobte Land. Ich will euch auch wohin führen. Dahin, wo ihr sicher seid. Und beschützt. Und frei. Die Kleinen müssen mir folgen, aber die Größeren können entscheiden, ob sie bleiben wollen oder mit mir gehen. Es wird schon bald sein. Und es ist sehr gefährlich, darum muss es ein Geheimnis bleiben unter uns. Ja? Unser Ziel wird Palästina sein. Es funktioniert. Es ist kaum zu glauben, aber die Grenzposten wollen nur Geld. Die werden die Pässe zählen und die Anzahl durchgeben. Vielleicht sollten wir Salos einen Bart ankleben. Unser Komitee hat Erfahrung mit der Umsiedlung von Juden. Und mir ist versprochen worden, dass euer Zug an der Grenze bereitsteht. Hier sind Slottis. Und Wodka. Um die Wachen zu bestechen. Meine Vorfahren sind hier in Polen seit dem 15. Jahrhundert. Unsere Gebräuche, der Reichtum der Vergangenheit und unsere Lebenskraft sind zerstört worden. Diese Welt ist verschwunden. Ja. Es gibt sie nicht mehr. Aber unsere Zukunft, sie wartet. Wir begannen mit unserem Auszug beim Morgengrauen, um zu vermeiden, dass unsere Feinde uns entdecken würden. Ich wusste, wie gefährdet die Kinder in dieser ungeschützten Weite waren. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich vertraute auf Gott, dass er uns ans Ziel bringen würde. Die älteren Kinder allerdings setzten ihr Vertrauen auf die Gewehre, die sie mitschleppten. Weiter und weiter zogen wir, Kilometer um Kilometer. Es war erst der Anfang einer langen, gefährlichen Reise. Falls wir die Grenze erreichen würden, käme ja danach noch eine und noch eine. Aber keiner murrte oder beschwerte sich. Thank you.
bereiteten uns auf die polnische Grenze vor. Der geringste Fehler und man könnte uns zurückschicken und ins Gefängnis werfen. Wenn nicht Schlimmeres. Zwei Pässe fehlen. Haben wir sie verloren oder nicht erhalten? Bringt die zwei Kleinsten, die packen wir in Rucksäcke und werden sie rübertragen. Nathan, Josi, kommt. Wir kommen nach Zakopane und werden erwartet. Checke zur magischen Grenze. Die Pässe bitte. Sofort, ich habe die Pässe. So. Was machst du denn da? Die schicken uns wieder zurück. Steck das Ding weg.
Madame, Sie versuchen, die Posten zu bestechen. Ihre Pässe sind gefälscht. Sie müssen zurückreisen nach Polen. Mann. Ruhe! 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 Ist das deine Mutter, Kleine? Was ist Ihr Reiseziel? Palästina. Erschießen Sie uns lieber hier, Major. Aber wir wollen nicht mehr in das Land zurückkehren, in dem unsere Eltern umgebracht worden sind. Bleiben Sie während der Fahrt durch die Tschechoslowakei im Zug. In der jüdischen Einwanderung nach Palästina, wie in vielen anderen Ländern, Hindernisse in den Weg gestellt wurden, fanden wir für die nächsten 2 Jahre in Frankreich Zuflucht. Im Sommer 1948 jedoch, nachdem der Staat Israel gegründet worden war, erreichten meine 100 Kinder und ich endlich unsere Heimat, das gelobte Land. Dieser Film ist dem Gedenken an Lena Kuchler-Silbermann gewidmet.